An einem magischen Ort wurde eine Vision Wirklichkeit. Am Originalschauplatz gegenüber Schloss Neuschwanstein lebt der Mythos des bayerischen Märchenkönigs in einem Musical weiter. Ludwig II. Sehnsucht nach dem Paradies. Einem modernen Märchen gleicht auch die spannende Entstehungsgeschichte dieses unglaublichen Projekts. Rund 90 Millionen Mark waren erforderlich für das neu zu bauende Musicaltheater Neuschwanstein und die Produktion eines unvergleichlichen Bühnenereignisses. Traumhafte Walzer, fröhliche Polka, ergreifende Arien und majestätische Orchesterklänge führen durch opulent ausgestattete Szenen. Das Musical skizziert das Leben des bayerischen Königs voll packender Dramatik, aber auch mit einer gehörigen Portion Humor. Folgen Sie dem Märchenkönig zu den schillernden Stationen seines Lebens. Träumen Sie mit. Geld haben wir keins, Schloss braucht man keins. Was für Bayern richtig ist, das wissen wir allons. Geld braucht man nicht, König braucht man nicht. Denn diesbezüglich ist er nicht ganz dicht. In nur 6 Jahren verwirklichte sich Produzent, Autor und Regisseur Stefan Barbarino seinen Traum. Für die Realisierung des Projekts gewann er den bekannten Komponisten Franz Hummel, dessen romantische Arien und mitreißende Walzerklänge das Publikum ebenso verzaubern wie die 29 fantastischen Bildwelten des Tiroler Bühnenbildners Heinz Hauser. Nach den Plänen der Architektin Josefine Barbarino wurde erstmals für ein Musical ein eigenes Festspielhaus nach historischen Vorbildern gebaut. Das Musicaltheater Neuschwanstein verbindet klassische Harmonie und modernes Design in Vollendung. Der elegante Bau liegt am Forgensee bei Füssen in einer großzügigen Parkanlage zu Füßen der Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Lassen Sie sich unter weiß-blauem Himmel im Biergarten des Musicaltheaters verwöhnen. Genießen Sie den traumhaften Panoramablick auf das Schloss und die Bergkette der Allgäuer Alpen. Beispielsweise im eleganten Ambiente des Panorama-Restaurants. Ob ein abwechslungsreiches Buffet oder ein exquisites Menü. Ob bayerische Schmankerln in der gemütlichen Bierwirtschaft oder köstliche Konditoreispezialitäten im Klassik-Café. In den Königswelten lässt man ihnen Zeit und Muße für einen Streifzug durch die kulinarische Vielfalt des Musicaltheaters Neuschwanstein. Das Theater mit seinen Restaurants, den künstlerischen Exponaten und den Shops hat auch tagsüber für Sie geöffnet. Feuer!
Begleitet von einem gewaltigen Medienecho im In- und Ausland feierte das Musical am 7. April 2000 seine festliche Welturaufführung und ein Jahr später einen ebenso festlichen Geburtstag. Bis zum Sommer 2001 hatten sich bereits über 500.000 Zuschauer von Ludwig II. Sehnsucht nach dem Paradies verzaubern lassen. Achtmal pro Woche, von Dienstag bis Sonntag jeden Abend, am Wochenende auch nachmittags, laden 80 Darsteller und 220 Mitarbeiter hinter den Kulissen Zuschauer und Gäste zum Träumen und Genießen ein. Ein mitreißendes Musical hat eine Vision Wirklichkeit werden lassen. Das Wunder von Füssen. Lassen Sie einen romantischen Abend stimmungsvoll ausklingen in der Champagnerbar oder im Romantikrestaurant bei einem exquisiten Dreigang-Theatermenü. Ludwig II. Sehnsucht nach dem Paradies ist ein Gesamtkunstwerk. Das Team um Stefan Barbarino wollte die Fantasien des Monarchen für ein großes Publikum weiterleben. Und fast könnte man meinen, der König habe sich mit dem Musicaltheater Neuschwanstein sein viertes Schloss gebaut. Ludwig II. Sehnsucht nach dem Paradies. Ein Stück Bayern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.